Medikamente richtig einnehmen, ist aus dem Buch Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Es handelt sich um das hellgrüne Kapitel. Das geht von Seite 65 bis Seite 81 und hat folgende Teile, eine Einführung, dann Beipackzettel, Fluch oder Segen, Wechselwirkungen checken, mehr Übersicht, der Medikationsplan, mit dem Arzt besser kommunizieren, und dann ist es auch schon vorbei. So, ich lese als erstes die Einführung und dann kommt in der neuen Folge Beipackzettel, Fluch oder Segen. Medikamente richtig einnehmen. Arzneien gegen Bluthochdruck sind oft eine Medikation auf Dauer. Doch Medikamente über längere Zeit zuverlässig einzunehmen, fällt nicht leicht. Technische Hilfen und regelmäßige Gespräche mit Arzt oder Apotheker können Unterstützung bieten. Das Medikament kann noch so gut und richtig sein, es wird wenig nützen, wenn es falsch oder gar nicht eingenommen wird. Wichtig ist es, über Ängste, Vorbehalte, Bedenken offen mit der Ärztin, dem Arzt ihres Vertrauens zu sprechen. Es kann motivieren, über die Medikamente und deren Anwendung. Es kann motivieren, mehr über die Medikamente und deren Anwendung zu erfahren. Manchmal tun sich neue Behandlungsaspekte auf. Auch die Apotheke ist eine Anlaufstelle für Gespräche über Arzneimittel. Die Apothekerin und Apotheker sind Fachleute für Arzneimittel. Schließlich haben sie Pharmazie studiert und wissen, wie Arzneimittel hergestellt, entwickelt und geprüft werden, aus welchen Substanzen sie bestehen und wie sie wirken. Auch in Schulungen im Rahmen von sogenannten Disease Management Programmen, DMP, erfahren Sie viele interessante Details über Medikamente. Ein DMP kann etwa in Frage kommen, wenn Sie zusätzlich zu Bluthochdruck an Diabetes Typ 2 oder an koronarer Herzerkrankung leiden. Hilfreich kann auch der Besuch einer Selbsthilfegruppe sein. So. Es geht dann weiter mit Beipackzettel, Fluch oder Segen.